Schönen guten Morgen aus dem idyllischen Schrobenhausen. Mein Name ist Henrik Schäbler, Geschäftsführer der Karl Friedrichs GmbH. Wir sind jetzt hier die Woche angereist, um unseren nagelneuen Toyota Land Cruiser 300 gemäß der VPAM-Richtlinie vom Beschlussamt Bayern-Meristadt zertifizieren zu lassen. Im Hintergrund sehen Sie unser Fahrzeug. Es wird eine spannende Woche. Ich hoffe, dass alles gut geht. Es ist immer sehr aufregend. Die grauen Haare, die werden irgendwo herkommen wahrscheinlich. Ja, wir wünschen uns allen hier viel Erfolg und freuen uns auf eine spannende Woche. Wie man hier sieht, wird unser Toyota Land Cruiser 300 von Schüssen malträtiert. Es sind eigentlich bis jetzt ausschließlich NATO-Hardkernkaliber 7,62x51. Sieht relativ harmlos aus, ist aber brandgefährlich. An den roten Pappballen sieht man, was hier schon alles beschossen wurde. Zum Beispiel der Glückstreffer 13 hat auch schön gehalten in Mitte von der Tür. Das Normdreieck 120 mm. Dann haben wir hier einen Multi-Hit-Beschuss. Und der letzte Schuss gestern war dann der 119. Alle bis jetzt haben stattgehalten. Fahrzeug ist bis jetzt sicher. Es werden aber noch ungefähr weitere 400 Schuss folgen. Es bleibt also spannend. Stay tuned. Hallo, mein Name ist Sven. Ich panzer die Autos, mache Demontage, Endmontage. Bei dem Fahrzeug in dem Fall war ich nur für die Endmontage zuständig und das Gefühl ist bis jetzt ganz gut. Mal gespannt, wie es nachher mit der Sprengung läuft, aber ich denke mal, wir werden es packen. Nach einigen Tagen hier in Schrobenhausen sind alle Tests bestanden. Wir sind stolz, ein fertiges Auto nach VPAM VR9 hier zertifiziert zu haben. Neuerdings ja auch mit diesen sogenannten B4D-Dummies für alle Neuland, auch für uns. Diese können aber viel mehr Aussage treffen über mögliche Verletzungen und deswegen alles mit 3 Sternen bestanden. Da sind wir sehr froh und stolz, dass wir das alles so gut gemeistert haben. Und jetzt kann der Verkauf starten. Liebe Kunden, wir haben das passende Auto für euch hochsicher.